Was? Achso. Bring die weg von dem Mädchen. Ich gehöre zur Familie. Gut erkannt, wer das jetzt ist. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich die so gesprochen habe. Egal. Hey. Hey. Ja, dann keinen Schritt weiter. Ich hau euch mein Brot um die Ohren. Das ist viel schärfer als eure Schwerter. Das mit Chili. Chili-Brot. Ihr Bauch, nehmt eure Drecksköpfe von meiner kleinen Sophie. Aha, Frau Becky. Maya, Felix. Frau Becky, Maya, Felix. Ja, und Wache! Achso, ja genau, Wache! Wer ist das und wer hat sie durchgelassen? Bringt sie weg! Jawohl! Fasst mich nicht an! Nimm das! Oh, Mehlattacke! Was ist dieses weiße Puder? Zucker! Nein. Das ist mein bestes. Das ist mein bestes weißes Mehl! Ups. Etwas mehr Dankbarkeit wäre angebracht, du Grünschnabel! Eine Frechheit! Was fällt Ihnen ein, Bäckerin? Habt ihr etwa Brot zwischen den Ohren? Na los! Zieh dein Schwert und mach dich auf eine Lektion gefasst! Dieses Nudelholz ist mächtiger als jedes Schwert! Hast du nichts Besseres zu tun, als wehrlose Frauen zu bedrohen, du Blödmann in der Blechdose! Blödmann in der Blechdose, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Von Magiemeisterklasse. Oh, und außerdem brauche ich mal wieder in meinem Zimmer eine Sonne im Glas. Die, also, eine davon ist bei mir leer geworden. Ein Glas. Okay. Ja, mir ist eine Glühbirne durchgebrannt. Das wollte ich damit sagen. Oh. Ach. Ich brauche eine neue für den Flur. Oh. Na gut, da geht man ja so gut wie nie hin. Kann ja dunkel bleiben. Gerade Flure, lange Flure, so wie bei dir, sollten immer dunkel bleiben. Und du solltest ans Ende immer so ein kleines Mädchen stellen, das gruselig aussieht. So ein Poster auf die Türpappen oder so. Ja. Schön weit unten, dass es so aussieht, als ob da wirklich so ein 3D-Poster. Ja. Das wäre krass. Von so einem gruseligen Mädchen in einem weißen Kleid mit schwarzen Haaren. Ja. So ausgefranst. Das wäre heftig. Ja. Ha. Was geht denn in euren Köpfen vor? Frag ich mich auch manchmal. Und was leuchtet da? Was glänzt da? Ich will das endlich haben. Ich kann eure Aufregung durchaus verstehen. Aber dürfte ich euch bitten, die Ruhe zu bewahren? Professor! Wir sind die Einzigen, die die Wahrheit finden und Sophie retten können. Herr Layton hat recht. Wir müssen Ruhe bewahren und unseren nächsten Schritt genau planen. Ah, Becky bin ja ich. Ich weiß, Phoenix. Kaum zu glauben. Der Phoenix, den ich kennengelernt habe, konnte nicht mehr als seinen nächsten Laib Brot planen. Wenn ihr uns entschuldigt, wir werden nun gehen. Ha! Wieso konntet ihr nicht gleich ohne diese Aufregung verschwinden? Sophie, ich glaube weiterhin an dich. Führt das Mädchen ab, jetzt! Ich fürchte, das ist gerade nicht möglich, Hauptmann. Was denn jetzt wieder? Der neue Rekrut war etwas übereifrig und hat den Eingang verschlossen. Und derzeit kann niemand den Turm verlassen. Oh, gleich wird der Turm in die Luft gesprengt, wenn sie wieder zu sich kommt. Was habt ihr gesagt? Dieser idiotische neue Rekrut hat was getan? Wir haben Anweisungen, das Mädchen schnellstmöglich zum Verhör zu bringen. Der Prozess der großen Hexe ist heute Nacht und die entsprechenden Vorbereitungen werden bereits getroffen. Wir haben keine Zeit für diesen Unfug. Es tut mir leid, Hauptmann. Ich werde den neuen Rekruten zurechtweisen. Wer ist wohl der neue Rekrut? Der mit dem Gummischwert. Oh, ja, Knights. Ah, ja.
Egal, wir gehen jetzt. Bringt diese Echse von... bringt diese Echse dort zu mir. Ich will jetzt endlich das da aufnehmen. Och Mann. Es sieht so aus, als hätten sie so viel mitgenommen. Es hat mich richtig wütend gemacht, zuzusehen, wie sie so viel abgeführt haben, ohne etwas tun zu können. Wir müssen den richtigen Moment abwarten, Luke. Keine Sorge, die Zeit zu handeln wird kommen. Aber vorher müssen wir einen Laden aufmachen. Oh. Hier sind immer noch alle sehr aufgewühlt. Seht, dort laufen noch Wachen und Ritter durch die Gegend. Ein Rätsel! Hä? Nein. Dieser verrostete Blechhaufen hat gesagt, der Prozess soll heute Nacht stattfinden, oder nicht? Ja, der Geschichte des Schöpfers nach zu urteilen, der Geschichte des Schöpfers nach zu urteilen zumindest. Und wer weiß, was diesmal passieren wird. Blub! Oh, schönes Bild. Die große Hexe, die große Hexe Arcana. Du bist das ja jetzt wieder. Die große Hexe Arcana. Die große Hexe Arcana benutzte einen Zauberspruch, um... Was? Das steht da. Ich weiß. Also nochmal von vorn. Die große Hexe Arcana. Die große Hexe Arcana benutzte einen Zauberspruch, um den schrecklichen Feuerdrachen zu beschwören, der anschließend den Schöpfer tötete. Ist Sophie wirklich die große Hexe Arcana? Das stand da so nicht. Nochmal. Dann muss ich nochmal von vorn. Die große Hexe Arcana. Die große Hexe Arcana benutzte einen Zauberspruch, um den schrecklichen Feuerdrachen zu beschwören, der anschließend den Schöpfer tötete. Ist Sophie wirklich die große Hexe? Gut gemacht. Jeder auf dem Platz sah Sophie den Feuerdrachen beschwören, aber wir sind keinesfalls von ihrer Schuld überzeugt. Ja, die große Hexe Arcana. Das ist doch perfekt für einen Cut! Ach so, naja, ich würde erst speichern wollen. Ja, okay, das wäre nicht schlecht. Das kann ich aber jetzt ja nicht. Ach so, ach scheiße. Ja, also ist das kein perfekter Cut. Ja, dann hopp. Es ist mir nicht möglich, dies nachzuvollziehen. Schöpfer, wird dieses Ende wahrlich der Geschichte gerecht, die ihr geschrieben habt? Wie könnt ihr als Vater eure eigene Tochter so einem solchen Schicksal ausliefern? Hm. Inquisitor Flamberg, die große Hexe, ist in unserer Gewalt. Ihr habt euch Zeit gelassen, oder? Wie viel Zeit ist seit dem Zwischenfall vergangen? 3 Jahre. Ja, werter Herr, entschuldigt bitte. Diese unfähigen Wachen haben unnötig Zeit verschwendet. Sie haben sie uns erst eben übergeben. Ich habe kein Interesse an euren Ausflüchten. Euch ist bewusst, dass laut der Geschichte der Prozess der großen Hexe heute Abend beginnen soll. Oder etwa nicht? Jawohl, die Vorbereitungen für das Sondertribunal haben bereits begonnen. Es war meine Absicht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor der Prozess beginnt. Es bleibt nur wenig Zeit, also beeilt euch. Ja, werter Herr, ihr habt den Mann gehört. Bewegung, Mädchen! Halt! Zeigt der Angeklagten Respekt. Jo, zeig Respekt! Alter! Alter! Genau! Was? 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 Wieso Alter? Warum nicht? Achso, ich dachte, du meintest das jetzt zu mir, weil ich da so... Nein! So ein Alter! Auch! Auch, ja. Halt da! Sagt Flamberg. Ja, werter Herr, entschuldigt. Aber mein Herr, Ihr Verbrechen ist... Huch! Ihr Verbrechen ist... Ich weiß, was ihr vorgeworfen wird. Aber für den Moment... Aber für den Moment ist sie genau das. Eine... Keine... Ich verstehe nicht, aber... Inquisitor Flamberg... Dieses Mädchen ist keine Hexe. Dieses Mädchen ist keine Hexe, bis sie schuldig gesprochen wurde. Also behandle sie mit Respekt. Das ist ein Befehl. Das ist gut. Hier wird Leuten vermittelt, dass man Frauen mit Respekt zu verhandeln hat. Behandeln hat. Ja, werter Herr. Sophie de Narte. Ich möchte von euch die Wahrheit hören. Und nichts als die Wahrheit. Seid ihr wahrlich die große Hexe Arcani? Ich bin...
Geht und bereitet die Befragung vor. Ich stoße in Kürze zu. In euch. Das wird nicht nötig sein. Nordmann, was macht ihr? Ah, oh, nee. Große Inquisitorin Gloria. Oh ja. Was habt ihr gesagt? Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Heute Abend werdet nicht ihr im Gericht stehen. Was hat das zu bedeuten? Wer wird die Gerechtigkeit vertreten? Wer sonst? Für den Prozess der großen Hexe Arcana ist es nur angebracht, dass die Großinquisitorin selbst den Prozess leitet. Was? Was sagt ihr? Woher kommt das? Ich sagte, dass ich selbst die Rolle der Inquisition in diesem Prozess übernehme. Habe ich mich klar ausgedrückt, Flamberg? Und was, sofern ihr mir diese Frage gestattet, hat die Großinquisitorin vor? Ich kann euch nicht ganz folgen. Was wollt ihr mir unterstellen? Nun ja, ich bin euch gefolgt und fand mich in einem mysteriösen Wald wieder. Als ich dort ankam, sah ich etwas höchst Ungewöhnliches. Eine Vielzahl mysteriöser Gestalten versammelte sich um eine Frau in einer Robe. Sie nannten sie die Große Hexe. Die Große Hexe in dieser Robe und Maske wart ihr, oder etwa nicht Großinquisitorin Gloria? Beim Schöpfer, wie überaus interessant. Und wo sind eure Beweise, werter Herr? Beweise? Ja. Solch eine Logik gibt es hier bei uns nicht. Wie kommen Sie jetzt auf Beweise? Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr die Maske dieser Person entfernt habt, um ihre Identität zu bestätigen? Hör hier nicht so rum, Mann! Nun? Es war mir nicht möglich, dies zu bestätigen. Aufgrund ihrer Hexerei verlor ich das Bewusstsein. Wie überaus bedauernswert. Dann fürchte ich, Inquisitor Flamberg, dass ich eure Aussage als Verrat betrachten muss. Und Verrat an der Großinquisitorin ist gleichbedeutend mit Verrat am Schöpfer. Ihr. Ja, werter Herr. Willst du damit etwas andeuten? Nein, werter Herr. Nein, werte Dame, hättest du jetzt sagen müssen. Bringt Inquisitor Aloysius Flamberg ins Verlies. Er ist des Verrats schuldig. Ja, meine Herr. Dame? Dame? Sie sind eine Frau? Hey, das hast du gut eingefädelt. Das war deine Absicht. Du kennst den Text schon. Von Anfang an, ja. Ja, hattest ja genug Zeit durchzuspielen. Ich hab's schon viermal durchgespielt inzwischen. Er könnte sich als widerspenstig euch gegenüber erweisen. Also benutzt gutes Shampoo. Also werde ich selbst die Eskorte begleiten. Sattelt die Pferde. Ja, mein Herr. Ich meine, Frau. Ja, werte Dame. Wie zum Geier. Ich wusste das. Ja, es scheint mir so. Es macht mir Angst. Das ist ja... Oh mein Gott. Oh, Mann. Wartet hier, Flamberg. Wir nehmen euch augenblicklich fest. Niemals! Ich kann es nicht glauben. Ich werde das nicht glauben. Ich bezweifle, dass Sophie der Narrateur die große Hexe Agami ist. Beim großen Feuerdrachen gerade jetzt. Inquisitor Flamberg? Es widerstrebt mir, das zu tun, den großen Verteidiger Labyrinthias zu fesseln. Es gibt keinen Grund, euch zu entschuldigen. Achso, du bist das, hallo? Ja. Ihr gehorcht einzig euren Befehlen.
Aber mein Herr. Aber meine Dame.